Hallo ihr Lieben, ihr seid wahrscheinlich auf der Suche nach einem Partybuffet-Dessert und da seid ihr bei mir genau richtig, denn ich habe hier ein Raffaello Kokos-Grieß-Dessert und da bekommt jeder Gast sein eigenes Schälchen und das sieht nicht nur super elegant aus, sondern ist auch noch sehr einfach und unkompliziert nachzumachen. Für die Kokos-Dessert-Creme benötigen wir 850 ml Milch, 30 Gramm Mehl, 20 Gramm Speisestärke, 80 Gramm Weichweizengrieß, 90 Gramm Kokosraspeln, 120 Gramm Puderzucker und 80 Gramm Butter. Aus den ersten vier genannten Zutaten kochen wir uns jetzt einen einfachen Grießbrei und dafür gebe ich jetzt in meinen Kochtopf die Milch, die Speisestärke, das Mehl und den Weichweizengrieß und ich verrühre das Ganze erstmal klümpchenfrei und lasse den Herd an der Stelle aber noch aus. Wenn sich das Ganze dann gut verbunden hat, schalte ich den Herd ein und koche das Ganze ein. Und zwar rühre ich dabei ständig, damit das Ganze am Topfboden nicht anbrennt und damit auch keine Klümpchen entstehen. Sobald der Grießbrei dann einmal aufkocht, seht ihr, dass die Masse schon dicker wird. An der Stelle schalte ich den Herd auch schon wieder aus und dann geben wir die restlichen Zutaten mit hinein. Zum Süßen also den Puderzucker mit hinzugeben und anschließend auch die Kokosraspeln. Der Puderzucker, der schmilzt ja in der Hitze des Grießbreis und die Kokosraspeln, die sind unverzichtbar, die müsst ihr da auf jeden Fall mit reintun. Und wenn sich das Ganze gut verbunden hat, dann geben wir noch die Butter mit hinein und die schmilzt dann auch noch in der Resthitze und verbindet sich dann gut mit dem restlichen Brei. Und wem es bis hierhin noch nicht aufgefallen ist, das ist exakt das Rezept von meinem Sultan Locumo. Und das Rezept verlinke ich euch mal in die Infobox, das ist auch sehr lecker. Das Video ist zwar schon ein wenig älter, aber schaut es euch gerne mal an. Für die Deko benötigen wir jetzt noch Raffaello-Kugeln und ein paar Kokosraspeln. Die Kokosgrießcreme wird jetzt in diese hübschen Schälchen gefüllt und zwar am besten noch warm, damit es auch nicht fest wird und ihr das besser spritzen könnt. Ich habe es jetzt in einen Spritzbeutel gefüllt, das hat mir die Sache einfacher gemacht. Und zu den Schälchen wollte ich euch noch was sagen, ich habe sie euch in die Infobox verlinkt. Ihr bekommt 50 Stück. Ich habe das Rezept so aufgeteilt, dass ihr aus den genannten Zutaten 25 Schälchen rausbekommt. So könnt ihr dann hoch und runter rechnen und wenn ihr dann 50 braucht, dann verdoppelt einfach das Rezept. Hier seht ihr noch, wie ich sie ausgarniere, also einfach ein paar Kokosraspeln verteilen und die Raffaello-Kugel ein wenig reindrücken. Die Dessertschalen werden zwar als Einwegschalen deklariert, aber ich habe sie hier das zweite Mal benutzt. Also nach der Party nicht wegschmeißen, sondern einfach mit der Hand einmal auswaschen und dann könnt ihr sie auch mehrmals verwenden. Und die passenden Mini-Löffel, die habe ich euch auch nochmal in die Infobox verlinkt. Also wer da Interesse hat, schaut da auf jeden Fall mal rein. Und falls ihr das Ganze jetzt in der Schoko-Variante nachmachen möchtet, dann klickt hier auf das Video. Das ist auch nämlich so ein Party-Hit. Und ich habe das beides zusammen serviert, das kam sehr gut an und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!